Willkommen zurück zu Dark Souls 3. Weiter geht's noch nicht ganz, denn ich möchte erstmal ein bisschen was loswerden an der Stelle. Also für die, wo es nicht interessiert, ihr könnt auch 5 Minuten vorspulen und dann wird es ungefähr weitergehen mit dem Spiel selbst. Nee, ich möchte mal auf ein paar kritische Kommentarschreiber eingehen. Auch das letzte Mal, aber dafür umso ausführlicher, um das Ganze mal ein bisschen zu erklären oder beziehungsweise so meine, ich weiß nicht, nur damit ihr mal wisst, dass ich euch nicht ignoriere oder sonst wie was. Ich möchte einfach mal darauf eingehen, weil irgendwie finde ich es doch ziemlich bizarr, muss ich sagen. Also okay, ich meine, dass es hier Kritik hageln wird, das bin ich ja schon seit Beginn des Souls-Spielens gewohnt. Denn meine Spielweise ist natürlich anders wie von manch anderen. Klar, ich spiele langsam, bewusst langsam. Ich will mir alles anschauen. Und da ist Kritik natürlich zum Teil schon berechtigt, wenn das manchen nicht gefällt. Und ich lese dann eben sowas wie: Oh mein Gott, jetzt guckt er sich das Gebiet nochmal an, nur weil da ja ein Item liegen könnte. Im Übrigen, was auch meistens der Fall war. Aber okay, manche wollen es halt nicht so genau nehmen. Oder, keine Ahnung, Prognosen, dass ich 1500 Parts brauche. Wäre doch cool, wäre ein langes Let's Play. Oder jetzt rennt er wieder mit gehobenem Schild rum. Oh nein, Magier, lame. Jetzt macht er lieber das wieder aus der Ferne, weil er keinen Bock auf die Gegner hat. Mal ehrlich, wer hat denn immer Bock auf jeden Gegner? Naja, egal. Und so weiter und so fort. Also, die ganze Bandbreite Kritik, die ja durchaus, ich sag mal, berechtigt ist, wenn man sich einfach mit dieser Spielweise nicht anfreunden kann. Das ist insoweit ja auch absolut in Ordnung. Richtig bizarr wird es dann jedoch, wenn circa 15 Parts später die Leute, die das Ganze so kritisiert haben und als Lebenszeitverschwendung deklariert haben, dass die dann immer noch gucken und das ganze Zeug wiederschreiben. Und da frage ich mich dann langsam, warum? Also, die geben sich auch, das sind große, zahlreiche Zeilen. Also nicht, dass ich auch ein Mensch mit einem Real Life habe. Okay, ich lese mir auch jedes Kommentar durch, denke mir da manchmal aber auch. Jetzt habe ich aber auch meine wertvolle Zeit einfach nur verschwendet, sowas dann nochmal zu lesen. Und ich frage mich, warum? Die Leute, die das kritisieren, also zumindest ein Teil davon, scheint auf jeden Fall sehr intelligent zu sein. Die können sich gut ausdrücken, die schreiben viel. Aber mal, Leute, wenn das so eine Lebensverschwendung für euch ist, warum tut ihr euch das dann immer noch an? In einem Fall wurde sogar die Zielgruppe, ne, also die Zuschauer, die Zielgruppe wurde beleidigt. Wie kann sich, so nach Motto, ich will es gar nicht zitieren, wie die Zielgruppe, die sich sowas antut, die müssen doch so und so sein. Und dann muss ich dir ganz knallt zurückgeben, ja, was glaubst du, wo du bist? Was glaubst du, in welcher Zielgruppe du selbst da steckst? Also sehr interessant, sich selbst zu beleidigen, aber okay. Denn ich sag's euch gleich, vielleicht, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Im Grunde gibt es nur drei Möglichkeiten, warum ihr das tut. Möglichkeit 1, das ist noch die netteste Möglichkeit, ihr habt einfach die Hoffnung, dass der John irgendwann wieder zurückfindet zur alten Stärke, obwohl, die gab es eigentlich nie, dass er eben dann doch schneller spielt und das und jenes und doch kein Magier und Nahkampf und was weiß ich nicht alles. Dass es einfach dann auf einmal auf 180 Grad gedreht und gewendet wird. Und dazu kann ich euch nur sagen, nee, eher werden es dann doch die 1500 Parts. Wollte ich jetzt nur noch mal ganz knallhart sagen. Ich werde meine Spielweise nicht verbiegen. Ich habe teilweise das eventuell sogar bei Dark Souls 2 getan. Dark Souls 2 hat mir persönlich weniger Spaß bereitet, deutlich weniger Spaß. Und ich lasse mir, weil ich damals noch so ein bisschen den Zugzwang gefühlt habe, ja, ich muss es ja jedem recht machen. Und ich habe mir Kritik auch viel zu ernst genommen. Und jetzt allerdings, ich will nicht sagen, dass ihr mir scheißegal seid, aber ja gut, ich werde meine Spielweise so, wie ich es will, durchziehen. Und wenn ich dann in ein Gebiet noch zum fünften, sechsten Mal renne, weil ich meine, da könnte noch was liegen, dann verdammt nochmal, dann tue ich das. Das wollte ich jetzt nur noch mal ganz klar gesagt haben. Also, ihr Hoffnungstypen da draußen, es wird nicht besser. Ihr könntet abschalten. Ihr werdet es aber nicht tun. Ihr werdet in 20 Parts wieder reingucken und wieder das Gleiche bejammern. Warum auch immer. Wenn mir was nicht gefällt, ich bin nicht so der Typ, der das dann auch knallhart sagt, bevor ich gehe, aber ich gehe auf jeden Fall. Ich gucke mir sowas nicht freiwillig an.
Ich habe natürlich noch weitere Mutmaßungen. Vielleicht seid ihr auch die absoluten Overpros, die das Spiel schon tausendmal durchgespielt haben, beim jeden Let's Player gesehen haben und jetzt müssen sie es noch beim John gucken. Und da ist dann natürlich der direkte Vergleich und die Kritik eventuell gerechtfertigt. Vielleicht seid ihr aber auch, und das ist eigentlich meine Lieblingsvermutung, vielleicht habt ihr auch einfach null Skill selbst. Schließlich, von den meisten Tonschwingern gibt es keine Videos. Ich vergleiche das gerne mit RTL-Zuschauern. Ich meine, da haben, also nicht allgemein, ne? Es gibt natürlich auch gute RTL-Zuschauer und gute RTL-Sendungen, aber jetzt mal auf die Scripted Reality-Scheiß-Serien zu kommen. Da gucken doch die Leute, die ein Scheiß-Leben haben, sich das gespielte Leben von sonst wen an, nur damit sie sich in ihrem eigenen Scheiß-Leben besser fühlen. Umgesetzt könnte man so viel sagen wie: Ach ja, ich bin so scheiße in Dark Souls, aber hey, es gibt ja noch einen John, der spielt scheißer wie ich. Scheißer? Scheißerer? Ja, egal. Der spielt schlechter wie ich. Dann geht's mir auch wieder besser. Das könnte eine Vermutung sein. Warum sonst? Ich meine, klar, man kann seine Meinung vertreten und kann dann sich verdrücken, aber ihr bleibt am Ball. Hoffnungstypen? RTL-Gucker? Oder ihr steht einfach drauf zu leiden. Das wäre meine letzte Vermutung. Ihr steht auf diesen Schmerz, auf diese Lebensverschwendung. Ihr wollt euch wegen irgendwas selbst bestrafen. Und das tut mir unglaublich leid. Ich mag euch doch im Grunde alle. Das Gute wie das Schlechte Feedback. Man kann aus Feedback lernen. Aber nicht aus eurem. Nicht aus die Kommentare, die ich anspreche. Denn ich sag's jetzt noch einmal und zu guter Letzt: Es wird sich nichts ändern. Ihr könnt gehen. Oder ihr könnt auch weiter meckern. Aber es ist mir egal. Das wollte ich nur mal loswerden. Ein bisschen Beef muss da auch mal sein. Und wie gesagt, ich werde auch nicht mehr auf diese Kommentare eingehen. Wenn ihr drauf steht, dann tut's halt. Wir haben noch ein paar hunderttausend Parts Spaß mit euch, ganz bestimmt. Ich weiß, dass der Großteil, dass der seinen Spaß dran hat. Und dem möchte ich das jetzt auch nicht weiter vermiesen. Und vor allem möchte ich mich vor allem natürlich da auch auf den Fokus lenken. Und mehr mit euch kommunizieren. Das ist so gemein, ne? Man geht immer stärker auf die negative Kritik an, wie auf die positive. Das ist eigentlich schade. Vielleicht wollen die mit der negativen Kritik auch nur auffallen. So ein Mitteilungsbedürfnis. Ja, das könnte natürlich auch sein. Das wäre eine vierte Vermutung. Nichts zu tun, aber dann doch freiwillig zur Lebensverschwendung übergehen. Lebenszeit verschwinden. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich wünschte, das würden sich manche auch manchmal zu Herzen nehmen. Jetzt ist, wie nennt man das? Ja, jetzt habe ich mich ausgekotzt quasi. Und jetzt geht's weiter.